Stelle einen Hausmeister. Was? Der ist nicht suchend? Oha, wir kriegen ja richtig Bewerbungen. Ja, wir geben erstmal kein Geld aus. Achso, Änderung übernehmen. So, passt auf. Unser Stellenangebot ist jetzt im Internet zu finden. Julia, ich warte auf deine Bewerbung. Ich stelle dich erstmal als Hausmeister im Ticketbüro ein. Warum das Ticketbüro einen Hausmeister braucht, weiß ich nicht. Es bräuchte vielleicht eher eine Verkäuferin oder einen Verkäufer. Aber wir haben das jetzt so gemacht. Leben die noch? Wieso geht hier kein Wasser rein? Ist das das falsche Becken für die? Oh, warte mal, hier war gerade irgendwas mit zu Gehege hinzufügen. Wie habe ich das gemacht? Wie bin ich da hingekommen? Ach so. Wieso kann ich das nicht löschen? Ich möchte das hier gern löschen. Ich will dort ein anderes hinstellen. Guten Appetit, Susi. Bis dann. Ich im Service kannst du den Laden gleich dicht machen? Ja, ist vielleicht doch besser so. Ach so, wartet mal. Geht das nicht, weil wir auf Pause sind? Gut. Nee, das geht nicht. Aber wie kriege ich denn Wasser ins Gehege? Müssen wir alles teurer machen hier? Hier ist noch keine Bewerbung. Okay. Ich bin trotzdem ein bisschen überfragt, wie hier Wasser reinkommt. Oh no, ich weiß warum. Die Wasserpumpe reicht nicht bis hier runter. Guckt mal. Können wir das komplette Gehege woanders? Können wir das verschieben?
Guckt mal, jetzt ist Wasser drin. Oh, sag das doch gleich. Das muss man ja hier erstmal verstehen. So. Nee, für den Überraschungsstream letzten Dienstag hatte ich eigentlich was anderes geplant. Das machen wir dann irgendein andermal. So, okay, jetzt haben sie hier Wasser. Hier gibt es keine Aufgabe, keine Aufgabe. Hausmeister. Wir müssen hier immer noch einen Hausmeister einstellen. Es dauert 38 Minuten im Durchschnitt, bis man einen Bewerber hat. Dane. Beamter der Tierwohlfahrt. Warum ist das hier offen? Darf der das? Okay. Was? Oh, guck mal, der frisst, der Kleine. Aufgabe erledigt. Okay. Nein, guck mal, dort oben ist ein Hasi. Neuer Bewerber, Hausmeister. Na, den stellen wir doch ein. Egal, was der kann oder nicht. Keine weiteren Bewerber. So. Wir haben einen Hausmeister, aber wir haben leider von Ron Hawk nur ein C bekommen. Für unseren. So. Vor allem er schreibt, deine Tiere haben eine zuverlässige und erreichbare Wasserquelle. Alle Tiere sind gefüttert. Wir kriegen trotzdem bloß ein C. Hallo, wir fangen doch gerade erst an mit unserem Zoo. Es ist der zweite Tag. Was erwartet der denn, wie viele Tiere wir haben? Cool. Dann lass uns, wir müssen Getränke und Essensgeschäfte bauen. So. Können Sie essen und trinken? Wir haben keine offenen Aufgaben. Was ist das hier? Wasser for Animals. Essen for Animals. Trading Zoo Trades. Zucht. Zuchtstation. Faster People. Paths. Wir können noch Fußwege bauen. Ja, aber ich würde sagen, wir bauen hier mal noch ein Gehege hin. Oder wir haben doch das... So, vielleicht wäre es aber clever, erstmal zu gucken. Wie sind wir denn? Wir sollen mit dem... Ach, das ist unser Zoo? Wir sollen mit dem Kuba-Zoo handeln. Oh, der ist ja schön. Guckt mal, wir kriegen noch einen weiß-roten Hasi. Wir haben einen Forschungspunkt. Direkt mal ausgegeben. So. Ja, dafür, dass wir nur zwei Häschen bisher haben. Nicht schlecht. Wir haben aktuell keine offenen Aufgaben. Was ist Sammlung?
Wir haben eine von 56 Tierarten. Oha, wir können die DNA... Moment mal. Das ist ein bisschen... strange. Wir können hier Hasen mit irgendwie Stachelschwein kreuzen oder was? Wir haben heute... Wir haben 1953 Dollar Gewinn gemacht. Aber nur, weil wir von Mutti Belohnung bekommen haben. 5 Leute passten nicht in deine Busse. Das tut mir einfach leid. So, Mutti. Da ich in dieses Geschäft investiert habe, hast du verschiedene Ziele, die du erreichen musst, um mehr Kapital freizuschalten. Erreiche 100 Gesamtbesucher und ich schalte etwas mehr Finanzierung frei. Und Tierbilderclub von Potter. Weißt du, ich liebe es wirklich, viele Tiere zu sehen. Sie bringen mir Frieden und Gelassenheit. Aber ich bin auch Mitglied einer Online-Tiersuchergruppe. Also kämpfen wir darum, die Bilder der seltensten Spezies zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wir sie im Zoo machen sollen. Aber ich liebe es einfach, auf Social Media zu gewinnen. Egal, was die Wahrheit ist. Wie auch immer, du solltest mehr Tiere holen. Und ein Papierkorb. Ein Giraffeneimer. Oh, wie süß. Ein Giraffenmülleimer. Verlorener Welpe. Ein Mann hat seinen besten Freund verloren. Hallöchen, wir haben diesen Hund gefunden. Er scheint sich verirrt zu haben. Es ist ein wunderschöner Labrador. Was willst du damit tun? Zieh ihn wie einen Löwen an und stelle ihn aus. Oder gib 50 Dollar aus, um eine Werbekampagne zu starten, um seinen Besitzer zu finden. Seebären-Breitmaulhasen. Ja, die können wir wahrscheinlich dann züchten. Das ist unsere Aufgabe. Aber mal, der Hund hat doch einen Besitzer. Wir nehmen den doch nicht hierher, packen, setzen dem eine Perücke auf. Nein. Wir geben jetzt 50 Geld aus, damit der rechtmäßige Besitzer ihn wiederfindet. So, deine Entscheidungen sind wichtig. Die von dir getroffenen moralischen Entscheidungen wirken sich auf die Gebäude und Attraktionen aus. Ich wollte aber... noch ein Gehege bauen. Aber wo kriegen wir denn... Die Tiere kriegen wir ja nur... Oh, Hyänen! Aber die brauchen so eine Unterkunft. Die haben wir noch nicht. Und wir haben auch nichts zum Handeln. Aber dieses Gehege haben... Also sie wollten... Einen Hasen haben wahrscheinlich. Wir können halt noch mehr Hasen retten. Ich baue trotzdem jetzt ein Gehege. Wir machen noch ein Grasgehege. So. Genau. Ja, vielleicht sogar das, Julia. Das wäre richtig cool. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber ja. Aber ich kann ja, wie gesagt, ich kann doch nicht einfach ein gefundenes Tier... Oh, ist das kacke? Was ist... Warum? Warum ist der böse?
Okay, aber wie füge ich Tiere hinzu? Wo kriege ich jetzt Tiere her? Tiere bekommen. Ja, ich will ja nicht nur Hasen. Wir müssen erst das hier züchten, damit wir dann hier handeln können. Das hier, ja, das ist Forschung. Wir haben schon wieder 3 Forschungspunkte. Na, guck mal, sie räumt die Kacke weg. Was ist das? Oh, also unser Zoo kann auf jeden Fall noch wachsen. Was ist das? Oh! Ein Hase kommt! Das ist jetzt der bunte, der weiß-rote. Kommt an. Oh, du bist aber groß. Oh. Kann ich den jetzt verkaufen? Nein, die müssen erst nachfahren. Also erst, wir müssen erst Babys machen, glaube ich. Wir haben ein Baby. Mein Gott, wir haben ein Baby. Einschläfern? What? Oh. Die spielen Ball und wir haben ein Baby. Brady. Der heißt Brady. Hat eine Lebenserwartung von 30 Tagen. Ist ja nicht so, als hätte ich so einen Braun gekauft. So einen Braunhasen. Okay, damit kann ich jetzt handeln. Ich kann tatsächlich nur mit selbstgezüchteten Babys handeln. Das ist ja gut zu wissen. Aber mit dem kann ich nicht, oder? Oh, ich kann jetzt handeln. Aber ich habe nicht so ein Gehege. Aber hier ist grün. Ich habe jetzt leider unser Baby verkauft. Ups. Ich habe unser Baby verkauft. Dafür kriegen wir jetzt 2 Gänse. Die brauchen sicherlich auch Wasser, wenn sie dann da sind. Oh, guck mal, der kommt in 2 Minuten. Was? Tot? Es gibt keine neuen Todesfälle. Ist aber schön. Das ist... Das Männchen heißt Girl, okay? Sagt nichts. Okay. Wir haben 2 Männchen und 2 Weibchen. Jetzt müssen die nur noch Babys machen.